Den kannst du ein kleines bisschen dann später lauter machen wählen. Weißt du, ja. Der will man nicht. Warum auch immer. Bei Frank fetscht wieder an. Geht schon los hier, alles kaputt. So, Sören. Sören klingt ganz gut, finde ich. Sören klingt ja richtig gut. Check, check. Sören, warum klingst du so verdammt gut? So, check, 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 check. Warum? Ja, okay, Frank klingt ja auch nicht so schlecht. Klingt ja doch nicht so schlecht. So, check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Denkst du dran, so ein klein Delay, ein klein Hall oder was? Keine Ahnung. Heule! So, jetzt legen wir los. Wir sind ja schon drüber. So. Warte mal. Kannst du dich hören, Frank? Reicht dir das oder müssen wir hier noch was drauf machen? Ne, warte, reicht dir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alles gut bei dir da? So, Freunde, warte mal kurz erstmal. Hallo Leute, die noch da sind. Ja. Zu später Stunde. Kommt ruhig alle mal ein bisschen ran. Jetzt schon. Dann ist doch vorbei, das weißt du, ja? Sei da wirklich vorsichtig, was du sagst. Abschied. So. Ist da vorne schon alles offen? So, heute kommt mal kein Intro. Wir haben uns was einfallen lassen. Ich weiß ja nicht, sind ja auch ein paar ältere Leute da, die das vielleicht noch kennen aus ihren jungen Zeiten. Ne? Und weil wir ja derzeit so in einer sogenannten europäischen Krise sind. Ja. Und wie nennen wir die? Da haben wir uns gedacht, wir singen ein schönes Pionierlied. Ja, Abschied. Für euch. Abschied. Abschied nicht. So, zum Anfang, um uns ein bisschen einzustimmen, ob die Stimmen auch noch alle da sind. Beruhig dich, Junge. So, Frank, ich kann den Text nicht so gut wie du, aber ich bin ein bisschen bei. Ein bisschen bin ich bei. Ist ja auch schon ein bisschen später, da auch ein bisschen was ruhiger ist. Ja, deswegen. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Komm. Und Frank kam auf die glorreiche Idee. Kleine weiße Fliegentaube fliege übers Land. Kennt ihr den? Alle Menschen, groß und kleinen, bist du wohl bekannt. Hey! Fliege übers große Wasser, über Stärk und Tal. Bringe alle Menschen Frieden, grüß sie noch einmal. Eine Strophe gibt's noch. Und wir wünschen für die Reise, Freude und viel Glück. Kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück. Ein wunderschönen guten Abend, hier sind die Bierpatrioten. So, hier ist die kranke Welt. Jetzt gibt's ein bisschen 90er-Ei. Aber bitte lauter. Kommt ruhig noch ein bisschen ran. So geil
gefällt. Yeah.
Gitarre, die Gitarre bitte. So, genau. Ja, schön, dass ihr wieder wach seid. Ich bekomme hier gerade einen Ausweis in der Hand von einem Kevin. Es kann ja nur der Kevin sein, der seinen Ausweis verliert. Also gibt's hier einen Kevin. Ich sag den Hinternamen jetzt nicht. Aber irgendein Kevin, der soll sich mal bitte am Mischpult melden, weil da wurde der denn abgelegt, ja? So, Freunde. Kevin. Kevin, du hast versaut. Du hast es versaut, Kevin. Der kleine Kevin, bitte mal an der Anmeldung melden. Jetzt geht er sowieso nicht, weil er genau weiß, scheiße, wenn ich jetzt Kevin, kenne. Bitte zum Bällebad. So, wer weiß. So, Freunde, schön, dass wir da sind. 15 Jahre Woodies. Happy Birthday. Ja, Happy Birthday, 15 Jahre. Wir haben hier einiges zu feiern, oder? Dann haben wir nachher um 12 Uhr auch noch eine Geburtstagsrunde. Jetzt wird es hier anstrengend. 30 Jahre Bierpatrioten! Ja. Unglaublich, oder? Es ist kein Witz. Wir sehen immer noch aus wie damals. Ja. Viel besser. Nur noch besser. Also Frank ist noch genauso schlank. Wie er das gemacht hat, weiß ich selbst nicht. Es ist ein Phänomen. Sören hat ein bisschen zugelegt. Lille hat wieder abgenommen. Und ich hab alles drauf von euch. Ja, danke schön. So, pass auf, wir gehen mal. Wir machen eine kleine Zeitreise. Schreib mich doch nicht immer so an. Wir battlen gleich. So, pass auf, hier wurde ja nicht gebattelt. Wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 1994. Da gab es das erste Album von uns. Randale Pogo Alkohol. Und das war so ein bisschen ein Album, ja, einige sagen, es war im Teil für die wichtig. Wahrscheinlich war so geistreiche Texte drauf an. Aber davon machen wir jetzt einen Song für euch, den kennt ihr bestimmt. Wir sind immer bereit! Die Köpfe karassieren.
war doch auf der richtigen Seite. Ihr kennt den Shit noch, wa? Machen wir gleich weiter, bleiben wir dabei, oder? Im Jahr 94, da gab es noch einen Song. Ich sehe so einige von euch. Fast alle, wa? Hat ja fast alles genetzt, oder? Hier ist der nächste Song für euch, Jungs und Mädels. Skinhead 94! Tatsächlich nicht. Hier ist für euch schwere Zeiten. Ach Quatsch, ich sehe das nicht. Dankeschön für die Setliste, die kein Schwein lesen kann. Hier ist die Rechnung. Ah!
noch den Wunsch, den Spieß einfach umzudrehen. Ein Song. Auch wieder aus dem Jahr 94, oder? 84, nein. War uns nicht noch älter. Und zwar haben wir mit dem Song damals mal ein Statement gebracht, wo wir die Schnauze voll hatten. Von irgendwelchen Leuten, von links wie rechts, immer wieder uns das Gleiche anhören zu wollen. Deswegen kommt für euch, hier für den Abend, ich hoffe, ihr seht es genauso, wir sind keine Braunen, wir sind keine Roten, wir sind wir, die Bierpatrioten!
ich stehe auf der Welle, doch ich hebe dafür nicht meine rechte Hand. Vaters Liebe kann uns keiner verbieten, auch nicht wir mit euren Trügen. Wir sind keine Trommel, wir sind keine Rote, wir sind wir, wir Patrioten. Wir sind keine Trommel, wir sind keine Rote, wir sind wir, wir Patrioten. Wir Patrioten. Ist ja gar kein Frühling. Ist ja gar kein Frühling. Ist ja Sommer. So, beruhigt euch. Sonst machen wir das auch noch. Zu der nächsten Song. Ja, immer wieder das gleiche. Der gleiche Jahr. Schwere Zeiten. So, Freunde, ich kann euch ruhig noch ein bisschen bewegen. Schwere Zeiten, ich erträg mein Kummer. Scheiße drauf.
schaffen. Kann sie nicht ertragen, die Ohren offen. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Schon so weit? Nein, es ist noch nicht so weit. Still loving you. Jetzt kommt schon wieder so eine aggressive Nummer, langsam ist die Stimmung wieder da. Freunde! Also wenn das eure Meinung ist, ihr euch im Leben benimmt. Ja. Für euch aus ist der Traum. Ich glaube, sie ist ja so, ja. Für jeden einen Baum.
wir ziehen jetzt ganz andere Seiten auf. Jetzt ziehen wir ganz andere Seiten auf, ja, ja. Frank ist die Seite gerissen. Und wir haben, genau, wir haben jetzt ein... Wie heißt sie? So, es gibt ein Mädchen hier, was heute und jetzt gerade um die Uhrzeit 18 Jahre alt geworden ist. Sie heißt Alina. Es ist hier unheimlich peinlich. Da ist sie. Wollen wir für Alina ein kleines Ständchen singen? Die liebe Alina gehört jetzt zu dem Kreis der Erwachsenen. Du darfst auch die versauten Lieder mitsingen, ja. Liebe Alina, und auch mal ein Eierlikör. Das ist jetzt für dich. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Alina. Zum Geburtstag viel Glück. Oh, wo sollen sie leben? Wo sollen sie leben? Zufrieden. 18. Applaus für Alina. So, singst du weiter? Wir trinken Eierlikör. Willst du noch was sagen? Lieber nicht. Drum, weil du heute Geburtstag hast, da haben wir gedacht, wir singen dir ein schönes Lied, weil dir das Freude macht. Oi, oi, so ein bunter Blumenstrauß schmückt heute deinen Tisch. Und wenn du ihn ins Wasser stellst, dann bleibt er lange frisch. Und einen Kuchen noch dazu, so groß wie die. So, Schokolade auch dazu, dann lad uns alle ein. Richtig. Wir trinken Eierlikör. So, Alina, und der nächste Song, den widmen wir dir. Das ist dein Lieblingssong jetzt immer. Saufen ohne Ende. Thank you.
So, jetzt hat noch jemand Geburtstag, ein Erik, der wird heute 23, war das richtig? Tom, weil du heute Geburtstag. Und Kevin möchte bitte sein Auto jetzt abhören. Alle Geburtstag, echt. Jeder hat Geburtstag. Na logisch. Okay, eigentlich ist es ja sehr lustig. 32? Gerade. 32, Erik, Happy Birthday, 32. Alles Gute. Ja, also wisst ihr, Torte. Torte und Lametta. Halleluja. Früher gab es mehr Lametta. Früher war mehr Lametta. Aber im Osten gibt es immer noch Lametta. Ja. So, auch wenn es jetzt so lustig ist, wir machen mal wieder ein paar ernste Sachen. Hier ist für euch aus dem Jahr 2000 von der Give It God-Platte Dagegen. Schluck. Und dann sage ich immer nur, du auch, irgendwann, ne Frank, irgendwann. Man kann
man nichts mehr machen. Da kann man nichts mehr machen. Und dann sagt man irgendwann. Ja, wenn Argumente nicht mehr so greifen, dann. Scheiße, irgendwann klatscht es! Über die Verbesserung des örtlichen Nahverkehrskonzeptes in Schleiz. Er Schleiz, in Schleiz, Vaterland. Schleiz. Schleiz. So, das ist natürlich Frank, sein Humor. Man verzeih ihm. Geht's euch gut noch? Wollt ihr noch was hören? Ja, echt jetzt? Ich wollte dir mal erzählen, das war saufen. Kann ich das halt nicht saufen? So, okay, ihr habt recht. Einen machen wir noch. Einen haben wir noch. Oder?
Okay, wir machen einen Song. Der heißt, glaube ich, Weg, oder? Was hat er, hast du das sauer? So vorne! Der Song ist auf der Liebe mit Gott. Und handelt darauf, dass man immer ein bisschen drauf aufpassen soll. Und sich nicht verarschen lassen soll. Seine Fußmaschine kaputt gegangen. Habt ihr gar nicht gehört, wa? Ich hab gar nichts mit. So, Ille, können wir jetzt ein Bier aufmachen? So.
Der Fuß ist kaputt. Besser die Fußmaschine kaputt als der Fuß kaputt. Lieber Arm ab als Arm dran. Nee, umgekehrt. Nee, ja, fahren. Wie auch immer. Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Blinde im Bett. Lieber Arm dran als Arm ab. So. So. Was für Wut, Zusammenhalt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ihr den Text von der Friedenstaube richtig erlernt habt. Ja, richtig, Frank, mach den mal. Ein Lied für den Frieden, für die Völkerverständigung. Komm, für die Frieden, genau. Und jetzt singen wir das mal alle zusammen. In Ukrainisch, bitte. In Ukrainisch und Serbo-Kroatisch. 1, 2, 3, 4. In Kuschisch. Lass mal Gitarre anmachen. Wir wollen jetzt das falsche Lied aber. So, jetzt nochmal das richtige. Kleine weiße Friedenstaube fliege übers Land. Alle Menschen, groß und kleinen, bist du wohlbekannt. Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal. Bringe allen Menschen Frieden, grüß sie noch einmal. Und jetzt die letzte Strophe. Was wünschen wir ihr für die Reise? Ein Kuchenbazar für Nicaragua. Ein Kuchenbazar für Nicaragua. Das wünschen wir ihr nun nicht. Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück. Kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück. So, alles für den Weltkrieg. Da sind aber auch alle Taubinnen, jemand. So, ist der Elle wieder da? Der Elle ist wieder da. Transtauben. Läuft im Möwen. Ich würde vorschlagen, wir bleiben jetzt so frollig. Ja. Ich hätte ja richtig Bock. Jetzt kommt ein Song, den haben wir tatsächlich noch niemals live gespielt. Der klingt doch dementsprechend. Aber vielleicht kennt ihr den, ja? Oder der eine oder der andere. Hier ist für euch Kleiner Trompeter. Kleiner weißer Friedenstrompeter fliegt. Sie sind nicht die Ärzte, Mann. Hier ist für euch Annette, Regina und Klaus. Annette, Annette, kommend auf die Toilette. Annette.
der musste sein. Das war, glaube ich, einer unserer ersten Songs mit guten Texten. Ach, schön. Aber wir haben ihn gespielt. Wir haben ihn jetzt einmal gespielt. Ja? Ja, das ist schön, dass es auch mal einer lobt hier. So, okay, wir spielen was Bekanntes. Habt ihr ein bisschen Bock auf Ska? Könnt ihr ein bisschen, ja, ein bisschen Bewegung und so? Machst du kein Ska? Kein Ska. Doch. So, jetzt kommt ein schöner Song noch. Und dann verabschieden wir uns. Hier ist für euch Hausverbot. Spaß, oder? So, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch einen Song und dann saufen wir. Oder? Mit Eierlikör. Einen ordentlichen Eierlikör. Oder gibt es doch einen Schokobecher? Schokobecher. Oder Eber. So, wer fängt denn da an? Der gibt der liebe Franken mal den Takt vor. Da sind wir bei Metal schon, glaube ich. Vielleicht kennt ihr die Melodie. Eine Flasche Bier.
jetzt gibt's vor's Maul. Titeln raus, es ist! Titeln raus, es ist! Titeln raus, es ist! Titeln raus! Es ist ganz schön kalt! Pippi machen Zähne putzen ab ins Bett. Pippi machen Zähne putzen ab ins Bett. Zähne putzen pullern ab ins Bett. Mach doch noch mal kurz auf. Weil die wollen ja nicht gehen. Keine Ahnung. Erwartet ihr noch was? Wollt ihr noch was hören? Wollen wir noch einen machen? Wie heißt denn euer lokaler Fußballverein hier? Ah, genau, der lokale. Ist doch klar. Nicht U-Bahn. Fußball. Fußball.
Wie heißt denn euer Lieblingsfußballverein? Ihr habt doch nicht mal eine Straßenbahn. Dynamo Schleiz, natürlich. Waldhof Mannheim, LOK Leipzig. Keine Hose, kein Problem. So, was? Habt ihr mich richtig verstanden? Dynamo Schleiz? FSV Zwickau! Okay, dann ist es sowieso schwierig. Zwickau! Fahren zum FSV. Okay, naja, ich weiß nicht so richtig. So, der letzte Song heißt für euch Abschied und danach ist Schluss. Und dann erwarte ich jetzt einen schönen Einstieg vom Herrn T. Der macht seine Sache heute sehr gut übrigens. Du bist auch ganz toll. Na, ich bin ein bisschen angeschleichert. Oh, scheiß drauf. Ein Traum. Schöner Best. Scheiß drauf. Ihr Homos. So, Freunde, hier ist Abschied. Abschied. Thank you.
Abschied von Hasch und LSD. Abschied von absoluter Scheiße. Abschied, wir fahren zum BMW. Klaus Meinhof Mannheim. Setz und geile Weiber. Hasch und LSD. Okay, nochmal. Abschied, wir fahren. Wenn du jetzt davor nicht Schluss machst, dann spielen wir noch eine Stunde. Ja, das ist halt so.